Guten Morgen, ich befinde mich heute auf dem Morgenansitz. Wir haben jetzt schon 8 Uhr, die Sonne geht jetzt schon auf, strahlt mir schon ins Gesicht. War heute eine knappe Nummer. Ich bin heute auf dem Regensitz gewesen, das ist eine Ansitzleiter, eine offene, an einer Schneise, die ist ungefähr 5 Meter breit und 60 Meter lang. Und da haben wir immer mal wieder ein bisschen Mais und so Vogelfutter hingeschmissen und halt einfach ein bisschen Futter da zu haben, weil es ist halt wirklich schwierig gerade bei uns im Wald das Rehwild zu bekommen. Tatsächlich habe ich heute Morgen zweimal Anblick gehabt. Beim ersten, da war ich mir nicht ganz sicher, weil es dann doch, also ich habe mich nicht bewegt, ich habe gerade die Kamera angekriegt, dann ist es hat es schon verhofft und hat, glaube ich, auch was mitbekommen, aber ist dann langsam abgezogen. Und dann kam eigentlich das passende Stück. Es kam ein Rehbock-Spießer auf so 30 Meter. Aber leider, ich vermute, er hat über die Schneise gewechselt, hat dann was mitbekommen, hat dann deswegen verhofft. Aber stand halt einfach genau mit dem Blatt vor so einem Erdhügel. Und ich konnte im Moment nicht schießen. Und dann habe ich gewartet. Und dann war es ein Facedown zwischen uns beiden, bis ich es verloren habe. Weil ich dann nochmal einen Ticken ranzoomen wollte. Denn ich habe gedacht, er bekommt es nicht mit. Aber leider mit der blanken Hand. Jetzt habe ich die Handschuhe gezogen. Ich habe sie sogar dabei gehabt. Hat er mich mitbekommen und ist dann abgesprungen. Ärgerlich, aber Leute, so ist die Jagd. Ich habe schon lange nichts mehr geschossen. Ich hätte gerne mit euch mal einen Ansitz mit Erfolg geteilt. Wir können es nur weiter probieren. Also, bald mal Zeit. Wir schreiben mittlerweile schon Mitte Oktober. An diesem sonnigen und warmen Oktoberabend wollte ich mein Glück auf einer Freifläche probieren. Der Wind stand nicht ideal, er zog hangabwärts. Jedoch befinden sich der Treber und der Mais auf einem Baumstumpf etwas hangaufwärts, wodurch der Wind nicht so arg stören sollte. Und es zahlte sich aus. Ein Stück Rehwild zeigte sich nach kurzer Zeit. Durch die Kamera erkannte ich, dass es sich hierbei um ein weibliches, vermutlich um eine Geiß handelt. Mit dem Fernglas genauer angesprochen, bestätigte sich meine Vermutung, hierbei handelt es sich um eine Geiß. Sichtlich vertraut wechselte sie
den Baumstamm mit etwas Apfeldrester und Mais an. Und sie blieb nicht alleine. Es folgte das erste Kitz sowie das zweite. Es handelt sich um zwei Bockkitze. Die Freigabe beim Jagdpächter war im Oktober auf schwache weibliche Kitze beschränkt. Deshalb blieb die Kugel im Lauf und so genießte ich den Anblick in Ruhe und ließ den Abend damit ausklingen. Ende Oktober wurde ich von meinem Jagdfreund Daniel zu einer Halloween-Jagd im kleinen Kreis bei ihm eingeladen. Unser Programm war straff. Wir haben vormittags ein paar Kunstbauten bejagt. Die meisten Bauten waren leer, bis auf einen, in dem ein Dachs steckte. Mein Freund Johannes konnte diesen nach längerer Hundearbeit sauber strecken, weit mein Teil noch dazu. Nachmittags machten wir kleine Triebe auf Fuchs und Hase, im Wald wie auch im Feld. Und als Abschluss gingen wir am Abend auf einen Entenstrich an einem Altwasser von der Donau. Am Altwasser angekommen, hieß es warten. Daniel warnte uns schon vor, dass die Enten erst spät einfliegen würden. Wir hatten, bis die ersten Enten einfielen, genügend Gesprächsthemen und Krähen im Anblick, wodurch die Warterei uns nicht allzu lange vorkam. Tages belief sich auf 2 Stockerpel, 4 Stockenten und einen Dachs. Weidmannsheil! Weidmannsheil!